Hallo, herzlich willkommen zurück vor dem tiefen, dunklen Tunnel, Teil 3. So, schauen wir nochmal los. Sie ist auch mal dabei, hat sich immer noch nicht gewaschen. Hier, Pfütze würde ihr Übriges tun. Wieder die schönen Happy Smiling Cutter. Und dann geht's weiter. Sneaky Peaky durch den Tunnel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ich möchte jetzt noch nicht durch diese Tür durchgehen. Ich habe so dieses Gefühl, dahinter warten schon Gegner. Bussimulator ist auch ein wunderbares Spiel. Einfach mal zum Chillen zurücklegen. Einfach nur schöne Rundchen durch die Stadt kurven. Ich öffne das mal. Wir sind fast da. Da ist es. Mein Zuhause. Ich hoffe, Mom geht es gut. Mutter wird stolz auf dich sein. Ränge von Fahrzeugen, okay. Oh, Carmina! Oh, Gott sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Mom. Kinder, geht wieder rein. Ich komme gleich. Was ist los? Es kam ein Zug voller Leute, die uns helfen wollten. Aber die Highwaymen, die Zwillinge, sie haben Rush. Alle anderen sind tot. Oh mein Gott. Es war furchtbar. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hätte da nicht hingehen sollen, Mama. Ich... Oh, Schätzchen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wird keiner mehr kommen. Wir sind allein. Ganz allein. Shh. Kommt erst mal beide rein. Ich höre mir alles in Ruhe an. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Na, aber gern. Teil 1. Prosperity. Wohlstand, glaube ich. Oh, bitte. Du kannst mit einer Waffe umgehen. Du kennst dich in diesem Teil besser aus als sonst irgendwer. Und? Und? Rumsitzen und jammern bringt uns nicht weiter. Hör mal, Rush sollte uns helfen, einen sicheren Ort zu schaffen. Jetzt hängt alles an uns. Es gibt hier überall tapfere Leute. Wir müssen sie nur finden. Alle zusammentrommeln. Ihnen zeigen, dass wir gegen die Highwaymen ankommen? Mann, das wird nicht einfach. Ich weiß. Aber es ist unsere einzige Chance. Trautes Heim, Glück allein. Ich muss doch irgendwas tun können. Ich hoffe, dass Nick, Carmina und ich eines Tages wieder als Familie den Himmel unsicher machen. Ich kann hier nicht immer nur rumsitzen. So, wo sind wir denn? Holland Valley, da haben wir gesehen. Da sind wir die Grenze gegangen oder wie auch immer. Ich bin froh, dass Carmina zurück ist. Ich muss doch irgendwas tun können. So, die quatschen mir jetzt wahrscheinlich andauernd ins Wort. Solange ich... Hi. Oh, gib mir deinen Cookie.
Na, guten Tag. Hast mich schon verstanden, ne? Sprechen kannst du schon. Überlebende von Hope County. Viele von uns hier waren Prepper. Deshalb haben wir es trotz des Tohuwabohus mit Eden's Gate geschafft, den nuklearen Winter zu bestehen. In den letzten Jahren sind einige neue Leute nach Hope County gekommen. Ein paar wurden von der Kälte aus dem Norden vertrieben. Andere flohen vor Dürre und Krankheit aus dem Osten. Zunächst blieben alle für sich, aber nach und nach ist wieder eine Art Gemeinschaftssinn entstanden. Und nachdem wir aneinander wieder vertrauen konnten, haben wir mehr und mehr erreicht. Bis die Highwaymen aufgekreuzt sind, ging die größte Gefahr von wilden Tieren aus. Und jetzt besteht die Gefahr, dass wir alles verlieren, wofür wir so hart gearbeitet haben. Ja, da waren die Highwaymen einfach schneller. Also lobt euch mal nicht zu sehr. Aber ich regel das. Ich bin da zum Regeln. Ich bin der Regler. Der Schieberegler. Hey, Tracys Schuhkarton. Ich muss doch irgendwas tun können. Da oben. Da will ich hin. Schuhkartons sind wichtig. Ich rackere mir hier den Arsch ab, aber wohl nicht umsonst. Die Highwaymen, eine Bande von Banditen mit verschiedenen Gruppen im ganzen Land. Sie sind boshaft bis an die Zähne bewaffnet. Ihre Musik dröhnt meilenweit. Die Gruppe in Hope County wird von zwei Zwillingsschwestern angeführt, Mickey und Lou. Mit Mickeys Gerissenheit und Lous Brutalität haben sie alle hier in kürzester Hand überwältigt. Sie haben New Eden gezwungen, sich auf ihr Anwesen zurückzuziehen. Und wenn uns bald nicht etwas einfällt, werden sie uns alle töten. Ja, Bekanntschaft mit den beiden haben wir ja schon gemacht. Sympathische Mädchen. Könnten wir mal daten, wa? Ich muss doch irgendwas tun können. 1000 Worte nehmen wir. Ach du Jemini, was krieg ich denn jetzt hier alles? So viel zu tun. Wie soll aus Prosperity je eine richtige Sache? Ei, das ist so eine. Okay. Ich kann ja nicht immer nur rumsetzen. Das heißt, wir haben jetzt Bilder gekriegt, wir sollen diese Orte finden. Da bin ich echt super drin. Macht mir auch ganz viel Spaß. Sowas. Aber hey, kriegen wir hin. So. Anina sagt, irgendwann können wir auch mal rausgehen. Dass wir draußen fangen spielen und angeln gehen und schwimmen können. Wenn die Highwaymen irgendwann weg sind. Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich kann hier nicht immer nur rumsitzen. Ja, Highwaymen ist eigentlich ein Synonym für Corona. Wir dürfen alle nicht so rausgehen, wie wir wollen. Ja, man findet immer andere Namen. Das ist halt so. New Eden. Das ist alles, was von Edens Gate übrig ist und was Joseph daraus gemacht hat, als er den Bunker verließ. Sie lehnen alles ab, was mit der modernen Welt vor dem Kollaps zu tun hat. Elektrizität, Motoren, Generatoren, Waffen. Es ist alles weg. Nach dem Kollaps hat Joseph seine Leute gesammelt und weiter im Norden ein neues Anwesen errichtet. Fast ein Jahrzehnt lang haben wir uns beim Wiederaufbau in Ruhe gelassen und jetzt verlassen sie ihr Anwesen nur noch nachts, um die Highwaymen anzugreifen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, diese maskierten Penner haben Angst vor Josephs Leuten. Hey. Hi. Ich möchte mal kurz mit dir reden. Ich frag mich, was wir machen. Wir reden. Gut. Was ist das? Zu Hause. Mom hatte recht. Wir können zusammenarbeiten und diesen Ort wieder aufbauen. Wann immer du Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Dann kämpfe ich an deiner Seite, Cap. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Cap nenne. Captain der Wachmannschaft klingt mir zu förmlich. Hör mal, du wurdest ganz schön in die Mangel genommen. Wenn du dir was Sauberes anziehen willst, bevor wir loslegen, da drüben gibt's ein paar Sachen. Du solltest mit Mom reden. Sie wird dir sagen, was wir für Prosperity tun können. Okay. Wenn Carmina eine Zukunft haben soll, müssen wir Prosperity aufbauen. Wechsel die Kleidung. Das kriegen wir doch hin. Aber hier, vor all diesen Menschen. Die den Kollaps durchgemacht haben, verstehen das einfach nicht. Naja. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Ach, okay. Also. Ja. Wie gesagt, wir sind ja ein. Komm, ich ordne mich einfach in der Riege ein. Schön blass, so muss es sein. Ja, interessiert mich eh nicht, weil ich sehe mich doch selbst auch nicht. Das ist doch jetzt irgendwo auch... Country. Das sieht gut aus.
Nein. Das. Country. Was haben wir hier noch Schönes? Hier kann ich noch... Ich hätte gerne auch so eine coole Sonnenbrille und den Hut. Warum geht das denn nicht? Ich möchte gerne alles auf einmal. Ah, jetzt kann ich hier noch schön die Frisur festlegen. Ich dachte, also ganz ehrlich, in den anderen Far Cry Titeln, ich wollte schon Fallout sagen, Far Cry Titeln, war das ja gar nicht so möglich, oder? Bin mir dann nicht sicher. Hier ein bisschen blond, ja? Wenn man dumme Fragen... Nein, habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, gut. Ach komm, hier so ganz klassisch. Yo. Genau. Hier so schöne Gummistiefel, ne? Wir müssen ja immer durch irgendwelche Sachen durchwarten. Da sieht man wenigstens, dass ich auch ein Arbeitstier bin und helfen möchte. Aber die Hände dreckig machen tue ich mir nicht. Was ist das? Ein Bart. Ay, yeses. Nein. Nein. Mm-mm. Nein. Zurück. Ich möchte nicht. Bestätigen. So, jetzt sehe ich ganz adrett aus. Packen wir es an. Was ist das? Wir brauchen Leute und Ressourcen. Geht gleich los. Bin gleich da. Ich muss mir das mal angucken. Also, Instandhaltung. Facility Instandhaltung. Also quasi Gebäudeinstandhaltung. Aha, 39,5,10. Aha. Ich würde jetzt sagen, wenn ich es nicht besser wusste, Inventarnummer, Menge, was wir noch brauchen. Oder in welcher Menge oder welchen Dringlichkeit wir es brauchen. Aber gut. Jo, ich bin nur da. Man könnte sagen, dass ich die Leitung habe. Ich weiß, du hast schon eine Menge durchgemacht, Captain. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und im Moment bist das nur du. Wir dachten, deine Leute aus dem Zug würden uns einen Vorteil verschaffen. Wir wollten alle zusammenarbeiten, um was anzubauen und was aufzubauen. Wir wollten uns gegen die Zwillinge zur Wehr setzen. Aber das ist jetzt alles Geschichte. Also müssen wir es selbst tun. Und es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich zeig dir mal, wie alles hier funktioniert. Das ist Prosperity. Wenn wir im Kampf gegen die Highwaymen eine Chance haben wollen, müssen wir zuerst einmal diesen Ort ausbauen. Wir haben verschiedene Einrichtungen, die Prosperity voranbringen können. Dort kannst du zum Beispiel Waffen und Fahrzeuge herstellen, Heilpflanzen kultivieren und vieles mehr. Gut, kriegen wir hin. Machen wir. Das ist Hope County. Um das Beste aus unseren Einrichtungen herauszuholen, brauchen wir Ethanol, um sie aufzurüsten. Auf der Karte siehst du die Highwaymen-Außenposten. Dort lagern sie das Ethanol, das sie uns gestohlen haben. Befreie diese Orte, um es zurückzuholen. Und hier kannst du Fachleute finden. Menschen mit Fachwissen, die uns im Kampf gegen die Zwillinge einen Vorteil verschaffen werden. Bring sie zu uns und sie stärken Prosperity und dich. Aber ohne Thomas Rush wird nichts von alledem funktionieren. Er hat schon viele Siedlungen aufgebaut und ohne sein Wissen können wir Prosperity nicht verbessern. Die Zwillinge schicken viele ihrer Gefangenen in das Kohlebergwerk. Ich denke, dort solltest du anfangen zu suchen. Gut, dann retten wir jetzt Rush, finden Leute, die die Anlagen betreiben und besorgen Ethanol, um das Maximum aus der Herstellung rauszuholen. Wenn du uns hilfst, tun wir alles in unserer Macht Stehende, um dir auch zu helfen. Oh, hey, du stückst wohl Glücksklee, dass du den Unfall überstanden hast. Okay, Helipad, Werkstatt, Wunderbärchen. Okay. Also ich glaube nicht, dass der im Kohlebergwerk ist, weil er sollte ja schließlich letztendlich dafür eingesetzt werden, halt deren Basis aufzubauen, weil er ja auch die Knowledge dazu hat. Und die stecken den doch nicht in Kohlebergwerk. Nee, Leute. Ich könnte hier...
Ich leg es auf. Mach das. Auf Wiederhören. Du hast Prosperity zu einem besseren Ort gemacht. Wir sind auf einem guten Weg. So, schauen wir doch mal. Faustete Verbesserung. Thomas Rush, noch 2 Spezialisten und 3 Ausstellungsverbesserungen. Alles klar. Helferauswahl. Ich möchte ganz gern dieses Mädchen mitnehmen. So. Habe ich die jetzt mitgenommen? Sieht so aus. Ich glaube, die habe ich jetzt weggemacht. Na gut, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Im wunderschönen Prosperity. Ah, ist das schön. Da drüben nicht so, aber hier, ach, ist das schön. So. Ich werde mit dir später, wird hier auch noch gekämpft und gefightet und... Ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr im Prosperity. Gehört nicht mehr dazu, aber ich muss mich doch hier mal umgucken. Oh, schöner Ghetto-Plaster. Wer kennt die noch? Cool. Kann ich hier rein? Okay, jetzt kann ich es wieder... Ach, ich bin aber auf Entlassen gedrückt. Alles klar, gut. Ja, ich wollte sie ja nicht entlassen. Guten Tag. Habe ich schon ein Fahrzeug? Munition ausfüllen. Landfahrzeuge. So ein Ding habe ich. Super. Wunderbärchen. Ah, ich habe keine Federn dafür. Gut. Aber das kann ich nehmen, wie es aussieht. Aber brauchen wir jetzt ja nicht. Wir wollen uns ja noch ein bisschen umschauen. Schauen wir uns einfach ein bisschen um. Was auch passiert, ich bin froh, dass Carmina zurück ist. Episch. Was ist mit dir? Ich habe gehört, Wade Fowler wollte ein neues Tierheim in der alten Kirche da hinten aufmachen. Man munkelt, ihm wäre etwas zugestoßen, aber vielleicht gibt es da noch Vorräte. Nix Notiz. Laufen ist was Vollidioten, deswegen will ich diese Werkstatt wieder hinkriegen, so schnell ich kann. Ich habe sogar einen Bootsschuppen unten am Fluss und ein Helipad direkt vor der Tür. Dieser schnöselige Roger kriegt sein eigenes Helipad, aber ich werde auch bald wieder fliegen, ganz ohne Zweifel. Außerdem repariere ich mein altes Flugzeug. Ich habe jetzt alles außer den Flügeln. Ich werde bald eine Runde drehen. Wenn ich alles richtig mache, kann ich Carmina ein Flugzeug zum Geburtstag schenken. Ich kann kaum erwarten, ihr Gesicht zu sehen. Menschliche Haare sind ein Produkt, der Ersatz für Zahnseide. Na, oh, hallo. Schön. Ja, hier brauchen wir Ethanol. Haben wir nicht. Training Camp. Das Zugunglück muss echt furchtbar gewesen sein. Was brauchen wir hier? Auch Ethanol. Trainingslager. Grace Lehren. Ich habe mich selbst nie als Lehrerin gesehen, aber ich weiß noch, wie ich Carmina das Schießen beibrachte und dachte, was für ein Naturtalent. Das hat mich an die alten Zeiten im Widerstand erinnert. Ich will wieder einen aufbauen, um gegen die Highwaymen zu kämpfen. Ich kann nicht mit ihnen in die Schlacht ziehen, aber ich kann sie abhärten und ihnen Sachen beibringen. Ich habe sogar eine Art Clubhaus für sie hingerichtet. Hergerichtet.
nördlich der FANG-Unterkunft, kurz vor den eingestürzten Tunnel. Ja. Ich möchte hier ganz gerne Sachen mitnehmen. Oh, hey. Du bist dieser Captain aus dem Zug, hm? Was ist mit dir? Ich hab gehört, was passiert ist. Tut mir leid um deine Leute, Captain. Wenigstens bist du am besten Ort gelandet, den es in Hope County noch gibt. Glaub mir, ich kenne die Gegend. Ich? Ich bin Roger. Prosperitys persönlicher Pilot. Im Ernst, immer wenn du nach Prosperity zurück willst, kannst du auf mich zählen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann, meine Liebe. Und wenn du ein bisschen mehr willst, auch das kann ich arrangieren. Ich habe lang davon gelebt, Posten der Highwaymen im ganzen Land auszunehmen. Hab coole Sachen erbeutet. Aber seit diese Crawlisten Zwillinge in Hope County aufgetaucht sind, entschuldige die Ausdrucksweise, ist es unmöglich, genug Ethanol für solche Flüge zu finden. Ich sag dir was, wenn du mir den Treibstoff besorgst, den ich brauche, rauben wir die Highwaymen zusammen aus. Es wird nicht leicht, aber glaub mir, es ist das Risiko wert. Besorg mir Ethanol, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Ja, kriegen wir hin. Ethanol sollte nicht das Problem sein, wissen wir ja mittlerweile, wo wir es herbekommen. Aber wir müssen uns hier leider Gottes noch ein bisschen umsehen. Trotz allem lief das Leben eigentlich ganz gut. Ich konnte die Rice beschützen, während sie Leute zusammengebracht haben, um Prosperity aufzubauen. Das war zwar dieser komische Störenfried, aber nichts, womit ich nicht klargekommen wäre. Aber dann wurden meine Augen schlechter. Als die Highwaymen auftauchten, hatte ich schon ganz schön nachgelassen. Ein Schuss, ein Treffer, das war nicht mehr drin. Aus Kämpfen kam ich kaum noch unversehrt raus. Ich musste improvisieren, Materialien sammeln, um bessere Waffen zu bauen. Das ist die Überlebensstrategie hier draußen. Wenn es hart auf hart kommt, bringen die Harten bessere Waffen in den Garten. Und die Härteren die Gärtnerin. Waffen, jo. Wir können hier Beute eintauschen. Wir haben doch hier schon mal was. Gegen je 30 Titan. Okay, die Sache ist, brauche ich da... Funktioniert das so? Ja, ich behalte sie noch. Kampfvorräte. Ach, brauche ich nicht. Far Cry Credits. Nein, möchte ich nicht. Waffen. Was wollen wir dafür denn? Rang 2. Werkbank der Stufe 1 wird benötigt. Alles klar, also hier brauche ich Zahnräder für. Ziemlich viele sogar. Kriege ich denn Zahnräder in den Titan? Ach komm, ich mach das jetzt. Dafür ist es da, Leute. Sind wir mal nicht so geizig. Und für Zahnräder brauchen wir so Karibu und so ein Kram. Das sind diese lustigen Hirsche da. Das sind Karibus gewesen. Entschuldigung, bin kein... Biologe, kein Zoologe. Dieser Ort ist schon cool, aber fuck, er braucht ein Menage. Ja, ja. So, was haben wir hier? Brauchen wir auch Ethanol, eine ganze Menge sogar. Das Panzertape nehmen wir natürlich mit, das ist eh meins. Das lassen wir mal hier, da waren wir schon. Hier ist eine Kiste. Sehr schön. Na Mädchen, was geht ab? Was geht ab? Aber ich kann leider mit der nicht reden, das finde ich sehr, sehr schade. Aber ich gucke mich trotzdem um. Oh, ein Hubschrauber, sehr schön. Hier können wir noch Kupfer mitnehmen, wunderbar. Das Buch, Federn, 11 Stück. Okay, auch gut. Hier haben wir noch ein bisschen Panzertape. Und hier bekommen also die Federn rum. Also die liegen hier einfach auch irgendwo in der Prärie rum. Kann ich eigentlich auch sprinten? Ja. Gehen wir an die Arbeit. Nein, noch nicht. Noch möchte ich nicht arbeiten. Es ist Sonntag, schönes Wetter. Ich gehe nicht arbeiten. Nein. Gross
Patate. Es ist eine große Pastete. Oder so. Lesen. Wo seltene Materialien sind. Grundsätzlich ist alles okay. Hope County hat viele Materialien, aus denen man etwas machen kann. Aber es gibt auch seltene, hochwertigen Kram, der immer schwerer zu beschaffen ist. Ich versuche verlässliche Quellen für Kohlefaser, Titan und Platin zu finden. Ich weiß, dass die Highwaymen etwas davon in ihren Außenposten bunkern. Die plündern diese Materialien in Stützpunkten im ganzen Land. Und ich bin sicher, wenn ich hier in der Gegend suche, finde ich in den Tresoren sicher auch Sachen. Ohne diese drei Sachen werden wir jedenfalls unser Potenzial nicht ausschöpfen können. Ich habe zwar schon ein wenig, aber ich brauche noch einen Partner, um mehr ranzuholen. Kohlefaser, Titan und Platinen brauche ich auch jeden Tag. Aus Kohlefaser drehe ich meine Zigaretten. Zum Beispiel. Sprengstofflabor. Brauchen wir auch wieder Ethanol. Wir können hier eigentlich nichts machen. Wir brauchen auf jeden Fall viel, viel, viel Ethanol. Und das kriegen wir schon irgendwie zusammen. Garage, Helipad-Porto. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Liebe. Ja, das ist grüner Daumen. Bevor ich sterbe, weil ich alles in diesem County gesehen habe. Ich frag mich, wie das Leben außerhalb des Countys ist. Also, naja. Dass immer dir die Zwiebeln hackt, Kumpel. Hallo. Wie geht's? Hi. Ach, mir geht's ganz gut und selbst. Prosperity muss aufrüsten, wenn es überleben soll. Ja, was haben wir hier noch? Brauchen wir auch. Kartografie-Info. Also das heißt, wir kriegen da wahrscheinlich mehr Informationen auf der Karte. Und hier Erste-Hilfe-Sets. Jawohl, ja. Ist super. Hund. Da hat man nicht beigebracht, nicht zu bellen. Und in diesem Sinne machen wir. Als nächstes werden wir uns hier Bienen holen. Die kleine Bohne. Und hier auf Schatzsuche gehen. Und ich denke, in der nächsten Folge werden wir das wohl wahrscheinlich in Angriff nehmen. Ich danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.